Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Let's Test, das vielleicht auch ein bisschen größer wird. Ich denke mal, ich peile so ungefähr 40 Minuten an. Heute spielen wir Factorio. Das ist ein ziemlich gutes Aufbauspiel, wie ich finde. Und ja, ich bin einfach mal dafür, wir starten einfach so ein New Game hier, Generate. So, die ganzen Tipps brauche ich alle nicht. So. Ja, was tun wir? Wir sind dieser tolle, nette Herr hier, der ein wenig verpixelt dasteht und sich so verwundert hin und her guckt. Wir sollten uns vielleicht ein Werkzeug machen, dann können wir doch auch wesentlich schneller diese paar Bäume hier abarbeiten. Ja, worum geht es bei Factorio? Ja, eigentlich erklärt der Name ist eigentlich schon ganz gut. Man baut eine Fabrik auf und versucht das nach Möglichkeit alles so gut es geht zu automatisieren. Und ja, im Prinzip sammle ich gerne am Anfang ein bisschen Holz und so, dann können wir uns auch direkt hier mal so eine Kiste leisten. So, den stellen wir mal hier hin. Und ja, es gibt halt verschiedene, ja, kann man das nennen? Im Englischen würde ich Tier sagen, im Deutschen sage ich einfach mal, keine Ahnung, weiß ich nicht. Technologiestand, Punkte vom Wissen her, wie auch immer. Also ihr seht gerade, es gibt einen recht großen Tech-Tree schon und ich glaube, in einem Spiel hatte ich den sogar mal halb durch. Also ich habe es noch nie ganz durchgespielt, aber schon mal gute Einblicke in das Gameplay und so weiter und so fort erhalten. Und ja, insgesamt geht es halt darum, zu versuchen, die ganzen Sachen zu automatisieren, dann neue Sachen zu forschen, später dann halt auch auf der Karte zwischen den einzelnen Feldern hin und her zu rennen und entsprechende Zugverbindungen herzustellen und so weiter und so fort. Also da gibt es unendlich viele Möglichkeiten, die man da zusammenbasteln kann. Ja, die Maps sind jeweils eigenständig generiert, sprich jedes Mal, wenn man auf so eine Map kommt, passiert was Neues. Das ist ja auch nicht unbedingt schlecht. Und ja, was kann man noch sagen? Es gibt noch Aliens, die greifen ab und zu an, aber ich glaube, die habe ich entweder gerade ausgestellt oder auf schwach oder wie auch immer. Fakt ist, die werden uns erstmal so schnell nicht belästigen. So, mit Rechtsklick kann man übrigens Sachen wieder abbauen. Und ich packe erstmal da die Kisten hin. Später wird das alles auf Förderbänder gelegt. Aber wie gesagt, im Moment ist es halt noch alles für uns hier in diesem Spiel sehr in der Anfangsphase. Wir betreiben hier kohlebetriebene Mining-Geräte, anstatt selber zu minen. Ich meine, da muss man schon mal sich dann überlegen, wie man das vielleicht sinnvoll automatisieren kann. Ich habe gerade schon mal geguckt, um tatsächlich technologisch voranzuschreiten, brauchen wir das Lab, also das Labor. Und da werden wir dann neue Technologien erforschen, unter anderem die Automatisierung von verschiedenen Prozessen, zum Beispiel, dass wir automatisch hier Kohle reinfüllen, dann kommt über ein Förderband hier Eisen hin, das wird dann automatisch da reingefüllt, dann können wir die ganzen Sachen hier zum Beispiel rausnehmen, in eine Kiste packen oder auf ein nächstes Förderband und dann zur nächsten Verarbeitungsstation. Zum Beispiel könnte man jetzt hier daraus Iron Gear Wheels machen, die gehen sogar relativ schnell, haben nur eine Crafting Speed in Anführung oder Crafting Zeit von 0,5 Sekunden. Sprich, man schafft zwei von diesen Gears in einer Sekunde. Die automatisierten Anlagen, die hier später noch unten dazukommen werden, die brauchen zwar am Anfang ein bisschen länger, man kann aber das Crafting Speed, glaube ich, bis auf 1,35-fache des normalen Crafting Speeds erhöhen. Sprich, doch schon um einiges. Und ja, wir schauen einfach mal, dass wir jetzt noch so einen dritten Drill zusammenbekommen. Dann können wir hier schon mal ein bisschen Kupfer farmen. Da kann ich mir ja schon mal eine Kiste für machen. Ups. So.
10 und da haben wir dann auch schon unseren Burner Drill. So, wunderbar. Da schmeißen wir direkt mal 5 Kohle rein und schauen uns mal an, was wir hier brauchen. Wir brauchen 2 Electronic Circuits für eine Offshore Pump. Das ist so das, was wir mindestens brauchen, um zum Beispiel eine Steam Engine und einen Boiler zu betreiben. So, und ich glaube, ich investiere, glaube ich, auch schon mal in ein paar Pipes, die bestimmt früher oder später gebraucht werden können. So, da schmeiße ich noch mal ein bisschen Kohle nach, damit der auch ja uns nicht aufhört, hier zu arbeiten. Der hat noch 7 Kohle, super. Wunderbar, kommen die da mal rein. Schauen uns mal gerade an, wir brauchen einen Stone Furnace für einen Boiler. Und weil wir nicht geizig sind, machen wir statt einem Boiler direkt 2 Boiler. Sprich, wir gönnen uns jetzt einfach mal hier 10 Steine. Und ich sehe schon hier unten, seht ihr vielleicht auch schon zwischen meiner Hotbar und meinem Inventar hier ist Öl, das ist sehr wichtig später. Vor allem ist hier genügend Öl. Auf der letzten Karte, die ich gespielt habe, war fast kein Öl. Da hatte ich dann irgendwie nur so eine billige Ölquelle und meine ganze Plastikproduktion war eigentlich für die Katz. Da konnte man so gut wie nichts machen. So, dann würde ich mal sagen, wir stellen uns mal 2 Boiler her. Wunderbar. 1, 2. So, und jetzt hätte ich gerne die Steam Engine. Wunderbar. Und dann brauchen wir noch die Offshore Pump. Und für die Offshore Pump müssen wir ein bisschen Kupfer einschmelzen. In der Zwischenzeit kann ich ja schon mal, hier die Steam Engine anschließen. Und da brauchen wir aber auch noch was für. Sprich, ich gönne mir nochmal einen zweiten Ofen. Ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt. So, wunderbar. Einmal einen Ofen, bitte. Vielen Dank. Platziere ich einfach mal ganz dreist da oben. Oder schmeiße ich mal 10 Stück rein. Der produziert schön weiter. Brav. So, wie sieht es bei dir aus? Du bist auch fast leer. Gut, gut. Dann würde ich sagen, du da rein. Produzieren wir doch mal ein paar Kupferplatten. Und ja. Lalalala. Komm schon, komm schon, komm schon. Noch ein bisschen. Eine Pumpe und einmal einen Pfosten. So. Wundervoll. Ja, jetzt brauchen wir noch ein bisschen Kohle, ne? Das wäre, glaube ich, gar nicht schlecht. So, und damit, Leute, haben wir unser elektrisches Netzwerk praktisch schon fertig. So, jetzt brauchen wir noch 10 Iron Gears, beziehungsweise Iron Gear Wheels und 10 Electronic Circuits. Da würde ich mal sagen, gönnen wir uns noch ein bisschen Kohle und ein bisschen mehr Kupfer. Und natürlich eine ordentliche Portion Eisen. Und dann klappt das auch alles hier. Da vorne. Schauen wir mal hier vorne, der hat noch 7 Kohle, da schmeiße ich auch noch mal ein bisschen was hinterher. Wunderbar. Und der blinkt jetzt gerade, weil der keinen Verbraucher hat. Sprich, wenn kein Verbraucher da ist, dann ist es auch unsinnig, wenn man den jetzt hier laufen lässt. Logischerweise. So, dann schauen wir doch mal. Okay, wir brauchen noch ein bisschen mehr Eisen. So, immer noch nicht genug. Oh, schade. Okay, noch 2 mehr. Immer noch nicht, Mensch.
sind bald soweit, hoffentlich. Okay, jetzt könnte ich mir die oberen beiden leisten, aber noch keine Transport Bells, obwohl die vorher schon gelb waren. Merkwürdig. Jetzt können wir uns ein Labor leisten, sehr nice. In der Zwischenzeit können wir ja einfach mal hier so ein paar Bäume verprügeln, weil wir das können. So. Und das was ich hier bei diesem Spiel gelernt habe, ist, es ist extrem wichtig, dass man sich viel Platz zwischen seinen Gebäuden lässt. Weil da müssen so viele Transportbänder später noch durch. Leute, glaubt es mir, es ist besser, wenn man das ein bisschen ordentlich gemacht hat, direkt am Anfang. So, wir platzieren unser tolles Labor jetzt hier einfach mal in die Mitte. Und dann schauen wir mal, dass wir uns ein paar Science Packs herstellen können. Um genau zu sein, brauchen wir 10 Stück. Wunderbar, 11 Stück können wir herstellen. Als hätte ich das geahnt. So, dann schmeißen wir da noch mal ein paar hinterher. Und hier schmeißen wir auch noch ein paar hinterher. Und da haben wir schon fast wieder 50 Stück beisammen, die wir weiter einschmelzen können. Und mit den nächsten Iron Plates, würde ich sagen, gehen wir dann auch in Richtung Transport Bells. Dass wir dann mal das Eisen nach hier vorne bekommen. Beziehungsweise wir könnten auch eigentlich in Electric Mining Drills investieren. Zumindest schon mal für die Kohle. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Und ja, dann müssen wir halt hier vorne den Eisendrill, glaube ich, behalte ich den zweiten und pack den vielleicht noch dabei. Aber ich bin mir noch nicht sicher, weil Kohle braucht man eigentlich immer weniger als die anderen Metalle. Beziehungsweise Metalle in Anführungsstrichen, ne? Also es gibt ja auch noch anderes, so wie zum Beispiel Mineralstoffe wie Öl. Aber nun gut, lassen wir das mal so dahingestellt. Und wir sehen jetzt hier vorne, wird fleißig geforscht und unsere Steam Engine läuft jetzt auch auf Hochtouren. Wir verbrauchen nur 60 Kilowatt. Insgesamt kann das Ding 500 liefern, wenn ich nicht alles täuscht. Moment, ich schaue mal gerade nach. 510 Kilowatt. Und dementsprechend könnten wir jetzt praktisch hier dran noch eine zweite Steam Engine anschließen. Dann müssten wir aber diesen Boiler noch befeuern. Und ich denke, dass die Wassertemperatur eigentlich so in Ordnung ist. Also von daher mache ich mir da keine Sorgen. Ja, und wir warten jetzt einfach mal, was so da für Dinge passieren. Wir können ja mal kurz gucken. Hier haben wir wieder 28 Kohle. Da können wir mal hier wieder 14 Stück reinschmeißen. Und hier noch ein paar dazu. Und dann mal gucken, ob wir dann nicht ein bisschen aufrüsten können in Richtung elektrische Drills, sozusagen. Und ich habe eine SMS bekommen, die ich mal kurz lesen werde. So, so. Yay, Automation. Gut, was machen wir als nächstes? Ich bin ein großer Freund der Underground Bells. Deswegen denke ich mal, dass wir auch in diese Richtung forschen möchten. Und wir sehen schon, hier haben wir eine Neuerung in Anführungsstrichen, die Assembly Machine. Oder Assembling Machine, wie auch immer. Und die bauen wir natürlich jetzt erstmal nicht, sondern wir gönnen uns einen Electrician Drill. So, den machen wir mal kaputt und setzen da unseren Drill hin. Wunderbar. Ja, gut. Ups. Bisschen näher dran stehen, dann passt das auch. Na toll. Ah, okay, so können wir es machen. Ich hoffe. Natürlich nicht. Na toll. Ja.
Das ist genau so doof platziert, ne? Das ist unglaublich. Drei da, bitte. Pack das mal da rein in die Kiste. Wunderbar. Dann kann ich nämlich hier oben auch noch meinen Dingens hinstellen und den hier unten abreißen. Super. Jetzt haben wir einen weiteren Power Drill oder Burning Drill oder wie auch immer. Und den werde ich mir jetzt einfach mal hier hin gönnen. So, eine weitere Kiste bitte. Und dann schauen wir mal, dass wir nicht ein bisschen Stein bekommen können. Wunderbar. Wie viel haben wir da noch drin? 12. Gut, gut. Ich nehme mal 25 mit und gehe mal rüber zu unserer Eisenmine in Anführungsstrichen. Da haben wir auch schon ordentlich wieder was weggefarmt. Und dann gibt es erstmal wieder Eisen für alle. Wunderbar. So, und jetzt können wir uns mal langsam darüber Gedanken machen, dass wir das Ganze ein wenig automatisieren. Und zwar hätte ich gerne Transport Bells. Und jetzt denkt ihr euch sicher, was macht ihr da bloß mit? Das ist eigentlich gar kein großes Geheimnis. Wir legen eine Transportspur. Wer hätte das gedacht? So, mit R kann man die Sachen rotieren. Und die brauchen auch nicht wirklich Strom, also die funktionieren immer. Das ist schon mal gut. So, dann schauen wir doch mal, dass wir uns hier noch ein paar neue dazu machen. Wunderbar, da kommt noch mehr Eisen rein, da kommt noch mehr Eisen rein. Dann gönne ich mir mal hier so einen 25er Stapel. Wunderbar, nochmal drei mehr. Nehmen wir den jetzt hier. So, wir möchten einen davon weg entfernt rauskommen. Das wäre dann ungefähr da. Wundervoll. Okay, ein bisschen was brauchen wir noch. So, jetzt schauen wir uns das mal an. Zwei Stück sollte reichen. Jetzt kommt das schon mal bis nach hier vorne hin. Das ist schon mal gut, aber das bringt uns noch nicht wirklich weiter. So, jetzt fangen wir an. Jetzt nehmen wir uns hier so einen Inserter, nennt man das. Und den drehen wir so, dass der Pfeil in Richtung Ofen zeigt. Und dann nimmt er sich, wenn hier nichts mehr drin ist gleich, nimmt er sich die Stücke von da und legt sie nach da. Und genau das gleiche werden wir jetzt hier mit der Kohle auch gleich machen. So, dann gucken wir mal. Hier lege ich nochmal ein bisschen was nach. Und hier lege ich auch nochmal einen halben Stack nach. Genauso wie hier vorne. Wunderbar. Übrigens bewegt man sich auf den Teilen auch schneller, was man durchaus nutzen kann, wie ich finde. So, dann schauen wir mal. Wir können uns weitere Inserter leisten und ein paar Conveyor Belts oder Transport Belts, wie auch immer. Die lassen wir natürlich nach oben zeigen. Viermal. Dann den Inserter in diese Richtung und einen Electric Post. Natürlich die andere Richtung. Danke, dass du die aber da rausgenommen hast. Und genau das hatte ich jetzt nämlich als nächstes vor, dass ich mir einen weiteren Inserter mache. Und der packt dann die fertigen Eisenplatten in eine Kiste. Das klingt doch schon mal recht praktisch. So. Das Ganze können wir jetzt natürlich auch noch ausbauen bis nach hier oben. Dafür brauchen wir natürlich mehr Eisenplatten. Aber das ist ja auch alles kein Problem. Wunderbar. Dann können wir uns noch drei weitere leisten und ein paar davon. Ihr packt bitte nach da, ihr packt bitte nach da und du stellst uns mal hier oben was in eine Kiste, die wir dann noch hinstellen müssen. Wunderbar. Und zwei weitere. Eins, zwei. So, fertig ist die eigentliche Automatisierung unserer Eisenherstellung. Und ja, ich weiß nicht, wenn euch das so gefällt, was ich hier so tue, dann lasst mir doch einen Kommentar da. Da freue ich mich sehr drüber.
Und wenn ich merke, euch gefällt es, dann gefällt es mir auch natürlich. Dann macht es mir mehr Spaß, das zu zocken. Es gibt auch einen Multiplayer. Also, wenn ihr da Bock drauf habt, dann könnt ihr auch gerne mal mit mir spielen. Und ich würde dann auch da eine Serie draus machen. Wenn wie gesagt, Bedarf besteht, bin ich da gerne bereit, ein bisschen was zu produzieren. Jetzt schauen wir mal, dass wir hier eine Stromleitung in die Richtung bekommen. Ich versuche das immer nach Möglichkeit so gut abzudecken, wie es geht hier, um halt mein Netz möglichst effizient zu gestalten. Wenn wir jetzt hier uns einen Automatic Miner gleich zusammenbasteln, dann haben wir auch schon die Eisenproduktion praktisch komplett automatisiert. So, noch ein bisschen. Wunderbar. Ich würde sagen, den packen wir mal dann mal hier so hin und können uns sogar noch ein paar Transport Bells leisten. So, die zeigen dann nach oben. Und wie gesagt, es gibt auch hier zwei Seiten von diesen Transportbändern. Da bin ich aber noch nicht wirklich bewandert, wie ich das am besten organisiere, dass das vernünftig hier aufgeteilt wird. Da muss ich mich nochmal ein bisschen einlesen, beziehungsweise ein paar Videos zuschauen. Aber ich denke, dass man da auch sicherlich zu Informationen bekommen wird. Jetzt schauen wir mal gerade. Wir machen uns nochmal zwei Posts hier, damit wir hier oben das abgedeckt haben. Dann würde ich wohl gerne die Kiste nach hier vorne stellen. Und ja, wir möchten auch eigentlich so viel Eisen haben, wie es möglich. Man könnte diese Kisten so begrenzen, dass nur maximal 4 Stacks da reinpassen. Machen wir aber nicht, weil wir ja erstmal jede Menge Ressourcen produzieren wollen, bevor wir überhaupt irgendwas anderes machen hier. So, und ich finde, diese Konfiguration ist echt super gelungen. Sprich, wir können hier unser Eisen einschmelzen in einer Linie. Und hier neben praktisch, wenn ich jetzt mir zwei Öfen noch machen würde, so sagen wir mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, das reicht für zwei Öfen, zack, zack, dann könnte ich mir hier und hier jeweils das gleiche für Kupfer erstellen. Das kann ich ja schon mal in der Richtung anfangen. Oder baue ich jetzt tatsächlich erstmal, wie mache ich es am besten? So, 8 Stück, dann erstmal so, 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 so und den reißen wir mal ab. Wunderbar. Oh, 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 da ist ganz schön viel drin. So. Jetzt brauchen wir natürlich auch noch die Inserter jeweils. Ich kann ja schon mal zwei Kisten erstellen, beziehungsweise drei. Eine habe ich ja noch parat gehabt. Und dann schauen wir mal, dass wir das hier geregelt kriegen. So, wir schmeißen erstmal Kohle rein automatisch. Das klingt nach einem guten Plan. Dann drehen wir die um und packen die Dingens rein. Und jetzt brauchen wir natürlich wieder mehr Kupfer. Zwei weitere und ich hätte gerne noch ein paar Posts. Dann können wir die zum Rausnehmen nutzen. Zack, zack. Wunderbar. Und schon geht hier alles automatisch. Ja, noch nicht alles, aber doch schon ein Teil. Kann man ja mal beruhigten Gewissens hier sagen dazu. So, jetzt kann ich ja mir auch mal hier die Karte angucken. Da vorne sehe ich noch ein bisschen Kohle, das ist aber wirklich nicht viel. Ich glaube, die lila Punkte, das sind jeweils Ölvorkommen. Okay. Ja, so ist das. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier was Sinnvolles machen können. Oh, da
ist mir wohl der Strom ausgegangen. Das sollten wir vielleicht als nächstes in Angriff nehmen, dass wir da eine Kohlelinie rüberlegen. So, dann nehme ich mir mal ein bisschen hier was zu. Wir brauchen einen Inserter dafür und ganz viele Transport Bells. Den Inserter kann ich ja auch schon mal hier hinpacken. So. Das dauert jetzt ein bisschen. Okay, wunderbar. Da müssen wir runter. Genau, zack, zack. Den noch einen weiter, just in case. Wunderbar. Theoretisch könnten wir uns noch einen zweiten Inserter machen. Aber ich glaube, ja komm, was soll der Geiz? Dann haben wir es schon mal fertig. Ah, so. Okay, alles klar. Gut, never mind. Schmeißen wir die mal noch hinterher. Dann passt das schon. Das ist natürlich die Frage, machen wir uns noch einen zweiten Drill für hier vorne und legen den auf den gleichen? Könnten wir natürlich tun, ne? Dann kann ich das ja schon mal vorbereiten. So, so. Und dafür brauchen wir ein wenig mehr Eisen. Zum Beispiel so viel. Können wir hergehen und uns einen automatischen Miner craften. Wunderbar. Nice. Jetzt bekommen wir zwei Stücke Kohle jeweils und das wird sich jetzt halt hier so ein bisschen aufstauen, aber das macht eigentlich gar nichts. Dann haben wir immer nur ein bisschen was, wo wir sehen können, ah ja, wir haben hier noch ein bisschen was an Kohle. Super. Das freut mich eigentlich ganz gut. Wie gesagt, wir müssen dann auch wahrscheinlich in alternative Ressourcen investieren. Also hier unten ist nochmal ein Kohlevorkommen. Aber ich meine, bis wir da 8000 Kohle voll haben, das dauert aber auch noch ein ganzes Eckchen. So, und wir sehen schon, dass der Electric Miner wesentlich, wesentlich schneller arbeitet als der in Anführungsstrichen konventionelle Verbrennungsmotor-Miner, wenn man das mal so sagen darf, arbeitet. Gut, ja, was nehmen wir als nächstes in Angriff? Wir möchten wahrscheinlich dieses Science Pack automatisieren. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen ein Copper Cable, Copper Plate. Davon können wir ja hier schon ziemlich viele herstellen. Die können wir dann auch hier per Untergrundkabel da einmal durchjagen und dann, keine Ahnung, hier irgendwie. Also wir brauchen auf jeden Fall zwei von denen. So, Assembly Machine, zwei Stück bitte. Die können wir dann wahrscheinlich hier und hier hinstellen. Und dann versuchen da irgendwie Sachen reinzupacken. Oder wir, wie ich das vorhin schon mal erwähnte, wir lassen uns damit ganz, ganz viel Platz und bauen die nach hier oben irgendwie. So, einmal nach da. Und einmal nach da. So, zack. Zack. Ja, gut. Das hat jetzt keiner gesehen. Dass das gerade nicht gereicht hat. Na toll, das ist natürlich super. Wer hat das denn hier hingebaut? Ganz ehrlich. So, wunderbar. Dann platzieren wir die mal so, dass wir damit arbeiten können. Und zwar möchten wir zweierlei tun. Wir möchten einmal vielleicht hier oben. Und wir möchten hier was machen. So, und jetzt kommt Trick 17. Wir platzieren jetzt einen zu kurz. Hier oben platzieren wir die. Oh, da muss ich den erst abreißen, den Baum. Ach, ich habe kein Werkzeug mal wieder. Na toll. Nein. Egal. Gut, habe ich halt 5 Werkzeuge. Na gut. Sei es drum. So. Wir möchten jetzt aber eigentlich Conveyor Bells haben. Egal. Gut. Zack. Mal rotieren. Gut, dann gib mir doch nochmal ein paar davon. Dann kann ich auch noch ein bisschen Conveyor Bells machen. So. Ups.
bis nach da vorne. Dann hätte ich gerne einen Inserter, der das Ganze dann hier oben reinpackt, der natürlich außerhalb der Versorgungsleitung steht. Das ist nicht euer Ernst. Agr, das ärgert mich. So. ja, das muss so sein. So. Erwähnte ich bereits, dass das manchmal ein bisschen komisch aussieht. Na, was soll's. Kommt der da eigentlich dran? Fragezeichen? Hm. Wir werden sehen, wir werden sehen. So, wir machen uns einen zweiten Inserter. Und der packt dann die ganzen Teile da drauf. Wir sagen, du bist für die Herstellung von Science Packs 1 zuständig. Sprich, da werden jetzt die Platten angeliefert. Und den hier stellen wir schon mal um auf Iron Gear Wheel. So, das funktioniert ja hervorragend. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie... Ah, da können wir am besten mit zwei Insertern arbeiten. Und einer Kiste dazwischen. Nee, tatsächlich den, oder? Oh, jetzt habe ich die natürlich wieder total doof platziert. So, mit einer Kiste dazwischen, wie ich bereits sagte. Du nach da, du nach da. Du bist auf Iron Gears. Und dann müssen wir mal schauen, was wir da so tun. Ja, das ist jetzt natürlich ne, so eine Sache. Wir könnten auch... Moment, der sollte eigentlich auch reichen. Ja, das reicht. Wir reißen mal alles ab, was wir hier so getan haben. Und wir bauen uns... Moment, wie viel braucht man dafür? 20. 1, 2, das sind schon mal 10. 3, 4 sind 20. Okay, wunderbar. In der Zwischenzeit können wir ja schon mal hier 1, 2, 3, 4 die nach da setzen. Dann schmeißen wir da schon mal Eisenplatten drauf und sagen, dass du da Eisenplatten in Empfang nehmen sollst. Dann kannst du schon mal anfangen zu forschen. Ich gucke mir mal unsere Gesamtleistung im Moment an. Wir sind bei knapp 160 Kilowatt, habe ich gerade gesehen. Dann muss ich auch mal hier mein ganzes Metallzeugs loswerden. Und ein Electric Mining Drill wäre für hier, glaube ich, auch gar nicht schlecht. Können wir ja mal eben schauen hier. So ein bisschen Kohle abgreifen. Dann mal hier gucken, dass der nachgefüllt wird. Ich meine, wir haben massig Eisen, also da kann man sich, glaube ich, nicht beschweren. Aber dennoch. YouTube, wieso hast du denn kein Fuel? What? Warum arbeitest du nicht? Okay. Warum ist da jetzt eine Eisenplate? Wunderbar. Hätten wir das auch geklärt. Ich schmeiß mal noch ein paar Science Packs hinterher. Und jetzt habe ich natürlich noch ein bisschen Kohle hier. Meinetwegen, du kriegst Kohle. Feierabend. Diskutiere ich nicht lange. Zack. So, die letzten Science Packs sind auch fertig. Die werden jetzt alle langsam abgearbeitet hier. Und wir haben einen Mining Drill, den wir vielleicht mit zwei Transportbändern anschließen können schon. Na toll. Die hat ja wieder super geklappt. Warum platziere ich die Dinger eigentlich so bescheuert immer? Können wir das mal einer verraten? So, nee, da, zack. So, dann kannst du da auch in Ruhe arbeiten. Wunderbar. Jetzt müssten wir nur noch das Ganze hier ein wenig schneller machen. Logischerweise. Aber nun ja. So, was sei es drum. 10 Stück brauchen wir noch. Vielleicht können wir da ein bisschen nachhelfen.
indem wir noch ein weiteres Lab zusammenbasteln. Was brauchen wir denn dafür? Jede Menge Eisen. So, können wir uns sogar leisten. Tatsächlich, wer hätte das gedacht? Nehme ich mir schon mal 5 davon raus wieder. Und dann schauen wir mal, dass hier unser Lab gleich fertig wird. Zack, zack, zack. Und das Lab zum Schluss. Wunderbar. Du forschst bitte gleichzeitig auch an dem an der Logistik-Sache. Und dann denke ich mal, dass wir gleich auch die Folge beenden werden. Und es ist leider schon wieder, was heißt schon wieder? Für den letzten Test haben wir eigentlich schon ziemlich viel gemacht, möchte man behaupten. So. Theoretisch könnte ich ja hier noch eine weitere Linie Öfen anbringen und dann nach hier unten Kohle. Das ginge natürlich. Könnte man tatsächlich mal überlegen, ob das eine Überlegung wert ist. Bedumms. Stehst du überlegen, ob das eine Überlegung... Egal. Nevermind. Gut. Logistik sollte gleich abgeschlossen sein. Den können wir ja nehmen und schon mal hier reinschmeißen. Dann haben wir die beiden fertig. Und dann können wir unser Underground Belt machen. Hätte das gedacht. Wunderbar, du da rein. Tadam. Okay, so, ihr seht schon, wir werden jetzt mal in Richtung Stahl Processing gehen oder Steel Processing eher gesagt. Und gönnen uns jetzt aber mal hier so ein Underground Belt und noch ein paar extra Sachen. So, jetzt müssen wir das nur richtig ausrichten. Jetzt fahren die Sachen da drunter her. Wunderbar. Und da läuft auch schon unsere komplett automatische Produktion von Science Packs. Woo. Dann holen wir die mal wieder da raus. Sagen, wir möchten hier wieder drunter her. So. Und vielleicht noch ein bisschen davon und 2 Inserter. Einer davon geht natürlich hier rein und einer geht natürlich hier rein. Und dann geben wir uns doch noch 2 Transport Bells. Wunderbar. So gefällt mir das. Doch nicht. Halt, stopp. So. Jetzt werden die da automatisch reingepackt und versorgt, so wie das sich gehört. Und ich würde sagen, damit können wir uns eigentlich aus dieser Episode verabschieden. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir eine Bewertung und einen Kommentar da. Und ja, wenn ihr da Bock drauf habt, dann können wir das mal hier öfter machen. Und ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos. Wolfenstein ist ja heute auch mit rausgekommen. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann checkt das out. Das kommt um 18 Uhr. Wenn nicht jetzt schon 18 Uhr ist. Moment, ich komme auf die Uhr. Wir haben eine halbe Stunde. Na, ich weiß nicht. Es wird ungefähr zeitgleich rauskommen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin. Haut rein.